Hi Leute, heute geht's ums Wasser. Welches Wasser ich empfehle und was ich dafür Tipps für euch habe. Ja, weil ich immer wieder öfter gefragt wurde, was für Wasser kann ich empfehlen. Und ich habe auch in den Lektionen, in den Videokursen das drin, welches Wasser ich da wirklich empfehle. Und ich wollte auch hier nochmal ein Video zu machen. Und weil ich es auch öfter gefragt wurde, neulich glaube ich wieder von Bert, schöne Grüße auch, genau, von Bert, und letzten Video. Darum wollte ich hier einfach nochmal erwähnen, was für Wasser ich trinke, was ich empfehlen kann. Und ja, Nummer 1 ist erstmal das allerbeste Wasser. Das beste Wasser, was du zu dir nehmen kannst, ist strukturiertes Wasser aus Früchten, Gemüse, aus Pflanzen. Wir sind nichts anderes als wandelnde Wasserflaschen. Ein Mensch besteht zu über 2/3 aus Wasser. Zu ca. 70% besteht der menschliche Körper aus Wasser. Wir sind nichts anderes als wandelnde Wasserflaschen. Der Planet hat 70% Wasser und genauso hat unser Körper so viel Wasser. Und es ist auch so, wenn du den Körper reinigen möchtest, dann solltest du Lebensmittel essen und deine Nahrung sollte immer mehr als 2/3 Wasser enthalten. Also ein Yogi hat auch mal in einem Video gesagt, finde ich auch sehr interessant, wenn ich dran denke, verlinke ich es mal, Satguru heißt er, der hat auch in einem Video gesagt, wenn du den Körper stabilisieren möchtest, dann solltest du Gemüse essen, dann sollte dein Essen mindestens 70% Wasser enthalten. Und normalerweise, alle asiatischen Küchen, alle indischen Küchen waren früher mal daraus ausgelegt, dass die Mahlzeiten mindestens 70% Wasser enthalten, dass das Wasser nicht so stark entzogen ist. Und heutzutage ist alles, was wir essen, stark dehydriert, gesalzen, fettig und entzieht dem Körper Wasser. Und es ist was anderes, ob du danach oder davor noch Wasser trinkst und es ausgleichen möchtest. Das ist was anderes. Alles, was du zu dir nimmst an Nahrung, sollte wasserhaltig sein. Sollte mindestens 70% Wasser haben. Und wenn du den Körper stabilisieren möchtest, dann solltest du Gemüse essen, Sprossen, Wildkräuter, die immer 70% Wasser haben. Und wenn du den Körper reinigen möchtest, wenn du was ausscheiden möchtest, alte Gifte ausscheiden möchtest, Zellen reinigen möchtest, dann solltest du Früchte essen. Mal ja, Fastenkuren oder Früchtekuren machen. Aber nur ein paar Tage, nicht über einen längeren Zeitraum Früchte essen. Auf gar keinen Fall. Früchte immer nur als Kuren, phasenweise, um den Körper zu reinigen, um den Körper zu entgiften. Früchte haben immer mindestens 90% Wasser normalerweise. Ja, also das war jetzt erstmal der erste Punkt. Also das beste Wasser ist in Pflanzen enthalten und auch bei den Mahlzeiten solltet ihr darauf achten. Zweiter Punkt bei Wasser, wenn ich Wasser trinke, das Optimale ist natürlich Quellwasser, wenn ihr irgendwo habt, ist das Optimum, ist das Allerbeste. Natürlich schaut, dass das ja, gute Quellen sind, wo nicht irgendwie drüber ein Feld ist, wo angebaut wird und alle möglichen Düngemittel im Boden sind. Genau, ansonsten wäre ja selbst abgezapftes Quellwasser das Beste. Leitungswasser ist wahrscheinlich so das Allerschlechteste. Und dann wurde ich eben auch gefragt, was ich empfehlen kann an Wasserfiltern. Wasserfilter habe ich mich nie so mit auseinandergesetzt, auch mit der Chemie und so weiter, sage ich ganz offen und ehrlich, kenne ich mich nicht mit aus. Genauer, nur ganz oberflächlich. Was ich aber für viel wichtiger halte, ist das Wasser zu energetisieren. Es ist heute wissenschaftlich bewiesen, Wasser ist ein Speicher. Dieser Japaner, ein Motor, hat ja auch Bilder von den von der Kristallstruktur von Wasser gemacht und man sieht einfach, je nachdem, das ist kein, ja, das ist kein
irgendwas aus der Nase herbeigezogenes Ding. Das ist Realität und man kann das sehen auf den Bildern. Je nachdem, mit was für Gedanken. Einfach nur, wenn du das Wasser anschaust, wie du das Wasser anschaust, wie du über das Wasser denkst, lädt das Wasser, strukturiert das Wasser. Das heißt, die chemische Zusammensetzung verändert sich nicht, aber die molekulare Zusammensetzung, die molekulare Struktur, meine ich, die ist komplett unterschiedlich. Genauso wurde festgestellt, wenn du nach einem Wasserfall, wenn das Wasser verwirbelt wurde, es gibt auch diese Wasserverwirbler von, Viktor Schauberger, genau, jetzt kommst du wieder, Viktor Schauberger, der hat auch so einen Wasserenergetisierer, Verwirbler, dadurch wird das Wasser wieder strukturiert richtig und dadurch ist es wirklich so, man hat Versuche gemacht, gemessen. Der Wasserbedarf bei Pflanzen, die mit energetisiertem Wasser gegossen werden, ging um 30% runter. Und gerade in wasserarmen Regionen, wenn man solches verwirbeltes, energetisiertes Wasser, aufbereitetes Wasser benutzt, braucht die Pflanze einfach weniger Wasser. Ist dadurch möglich ertragreicher anzubauen mit weniger Wasser. Und es ist alles wissenschaftlich bewiesen und hinterlegt. Genauso wie eben die Gedanken, die du da reinsteckst. Oder wenn du irgendwelche Muster wie die Blume des Lebens oder das Wasser erstmal im Raum zur Ruhe kommen lässt. Und dann die Gedanken, die Dankbarkeit, die du in das Wasser steckst, bevor du es trinkst, halte ich für viel wichtiger. Und es ist wissenschaftlich sogar heutzutage bewiesen. Das Wasser strukturiert sich anders. So. Und auf Aufbereitung habe ich nie so wirklich geachtet. Ich habe halt, wenn ich ansonsten bei anderen Leuten irgendwo Wasser trinke, dann ist es eben immer je nachdem, was die benutzen. Viele, die ich kenne, benutzen einfach so einen normalen Filter. Ich verlinke den mal, ich weiß nicht, ich glaube, das ist dieser Akala-Filter, wo einfach, ich weiß auch nicht, ob da ein paar Steine sogar mit drin sind, die auch wieder energetisieren. Aber es wird einfach durch einen Aktivkohlefilter mal gefiltert. Und ansonsten, wie gesagt, mit diesen Destilliergeräten, Umkehrosmosegeräten, kenne ich mich nicht so genau aus. Ich würde einfach mal, würde euch da einfach mal empfehlen, zum Beispiel von Silke Leopold mal ein Video zu schauen. Die hat dazu, glaube ich, mal ein Video gemacht, beziehungsweise ich verlinke einfach mal drunter, was sie da an Destilliergerät, Umkehrosmosegerät empfiehlt. Obwohl ich bei ihr zu Besuch war, habe ich das mal gesehen. Schmeckt ganz gut. Ja, genau. Aber viel wichtiger, wie gesagt, halte ich dieses Energetisieren, die Gedanken, die du in das Wasser reinsteckst. Und ich würde möglichst halt kein Leitungswasser trinken. Ich selbst trinke Quellwasser, beziehungsweise kaufe mir Quellwasser, aber ich trinke einfach nicht sehr viel, weil ich keine dehydrierte Nahrung esse. Dann, das werdet ihr nach einer Zeit feststellen, braucht ihr nicht so viel Wasser. Das Wasser braucht man immer nur zur Ausscheidung, zur Ausleitung von Giften einmal. Wie Erd auch eben das beschrieben hat, die Gifte werden immer über Schleim, über Flüssigkeit ausgeschieden. Und wenn man stark mit Giften ist, braucht man noch mehr Flüssigkeit. Aber umso mehr man in die Rohkost reinkommt, umso weniger Wasserbedarf hat man. Ich habe phasenweise gar nichts getrunken, so jetzt. Ansonsten trinke ich vielleicht, ich würde mal sagen, im Schnitt höchstens so ein Viertel Liter Wasser am Tag vielleicht. Von 100 bis 500 Milliliter am Tag ist bei mir so alles drin. Aber das ist nur, weil ich kein dehydriertes Essen normalerweise zu mir nehme. Ansonsten trinkt so viel ihr Durst habt. Aber nicht mehr. Trinkt einfach so viel ihr Durst habt. Das ist natürlich normal, wenn jemand, der dehydrierte Sachen isst, der gekocht ist, der salzig, fettig, Trockenfrüchte, Nüsse und so weiter isst, dass der 2 Liter am Tag trinken muss. Noch dazu, wenn es Industriekost und so weiter ist, dass man dann 2-3 Liter am Tag trinken muss, halte ich sogar für sinnvoll, oder kann ich mir für sinnvoll vorstellen. Aber viele trinken, auch wenn sie keinen Durst haben, und davon halte ich überhaupt nichts. Trinkt immer, wenn ihr Durst habt, dafür ist das Durstgefühl da. Genau. Ansonsten, das waren so meine Gedanken, meine Empfehlungen zu Wasser. Genau.
Ansonsten kommentiert gerne unter das Video, was ihr da so empfehlen könnt, was für Wasserfilter ihr vielleicht empfehlen könnt. Wie gesagt, ich halte das Energetisieren auf jeden Fall für sehr wichtig, für die Gedanken, die ihr da reinsteckt. Einfach diese Dankbarkeit, wenn ihr das Wasser trinkt, dass ihr euch vorher mal kurz bewusst macht. Das Wasser, euer Körper besteht zu 70% aus Wasser. Euer Körper besteht einfach nur aus diesen vier Elementen, aus Erde, Feuer, Wasser, Luft, die einfach strukturiert sind neu und zu eurem Körper gemacht werden. Diese Information verarbeitet euer Körper. Und ja, deswegen einfach diese Ehrfurcht dazu, was heißt Ehrfurcht, klingt jetzt komisch, diese Dankbarkeit dafür. Ihr besteht einfach nur aus Wasser. Euer Körper besteht zu 70% aus Wasser. Sich nur das bewusst zu machen, einfach diese Dankbarkeit für das Wasser, bevor man es trinkt, sich jedes Mal bewusst zu machen, verändert dein Leben, dein Körper, wie du diese vier Elemente aufnimmst allgemein. Dazu wollte ich nämlich auch nochmal eine Videoreihe machen. Genau. Ja, das war's. Ansonsten, wie gesagt, kommentiert unter das Video, was ihr empfehlen könnt. Und ansonsten euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, Leute. Ciao.